Als 18. Kommune in Hessen hat die Stadt Bad Wildungen das Sicherheitssiegel von Kompass, Kommunalprogramm Sicherheitssiegel, eben Kompass, bekommen. Ja, Bürgermeister Ralf Gutheil, Bad Wildungen war die erste Kommune hier in Waldeck-Frankenberg, die Kompass-Kommune war, und hat dann auch noch den freiwilligen Polizeidienst aufgesattelt und nun gibt es das Siegel. Zufrieden? Ich bin mehr als zufrieden. Vor allen Dingen bin ich stolz, dass die Zusammenarbeit zwischen Ministerium, Polizei und den ganzen anderen Akteuren so reibungslos und produktiv funktioniert hat. Wir haben was erreicht. Wir haben vorhin schon das Statement gehört, dass wir in relativ kurzen Zeitraum alles abgearbeitet haben, was dazugehört. Und jetzt gilt es, es weiterzuführen, aufrechtzuerhalten und einfach unsere Stadt sicher und lebenswert zu machen. Nun haben Siegel die unangenehme Eigenschaft, dass sie irgendwann obsolet sind. Das heißt, wird das regelmäßig überprüft, ob das noch haltbar ist, was die Kommune versprochen hat? Ich gehe mal davon aus, dass es wie beim TÜV ist, dass man regelmäßig schaut, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind. Ansonsten bin ich bei Ihnen, macht ein Siegel keinen Sinn. Was im Pressegespräch rausgekommen ist, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen, vor allen Dingen aber auch hier den Behörden der Kommune wie Ordnungsamt, sehr vertrauensvoll. Ist das wichtig, weil oft hat ja nicht jeder Einblick in die Polizeiarbeit. Und wenn man so eng zusammenarbeitet, gibt das ein anderes Verständnis? Davon gehe ich aus. Es muss auch nicht jeder Einblick in die Polizeiarbeit haben. Jede Einrichtung, jede Institution soll ihre Arbeit für sich machen. Aber wichtig ist halt, dass man sich gegenseitig kennt, das Netzwerk stimmt, ich weiß, wen ich wann anzusprechen habe und dass man einfach produktiv zusammenarbeitet. Ja, gibt aber ein anderes Verständnis, wenn man weiß, was der andere zu machen ist. Ja. Herr Sauer, ja, das Land Hessen ist eins der wenigen Bundesländer, die diesen Weg gehen mit Kompass, ich glaube das einzige. 18 Kommunen haben inzwischen das Siegel bekommen. Nichtsdestotrotz, es fehlt ja immer noch so ein bisschen an Beamten. An was fehlt es? Polizeibeamten. An Polizeibeamten. Ja, aber die Boomer gehen jetzt in Rente. Ja, also... Wir hatten es gerade oben auch im Gespräch, das ist ja das Zusammenwirken aller Ebenen, die da zum Tragen kommt, und die Polizei hat hier gerade ein neues Polizeifahrzeug auch in Dienst gestellt, weil wir tatsächlich über 3 Sicherheitspakete die Polizei personell vor Ort unterstützen. Das heißt, die Landesregierung hat gerade da personell für eine Mehrausstattung gesorgt, sodass man auch als Polizei mit der Polizeidirektion und Station entsprechend personell stark aufgestellt ist. Die Kompass-Kommunen sind ein Baustein im Sicherheitskonzept des Landes Hessen. Der freiwillige Polizeidienst ein anderer. Und der dritte ist ja die Wachpolizei, die der Landespolizei zugeordnet ist. In den Flächenkreisen ist das natürlich immer problematisch. Es sind oft weite Wege zu fahren. Ja. Im Gegensatz zur Stadt, wo also vieles um die Ecke ist. Deshalb hat die Polizei gerade vorhin herausgestellt, dass sie ein weiteres Fahrzeug in Dienst stellen konnte, damit an genau diese Distanzen überbrückt werden können. Weil es ist, wie Sie sagen, wenn der Mensch ein Unbehagen hat, wünscht er sich schnell die Polizei vor Ort. Und wenn die dann erstmal 20 Minuten, 30 Minuten fahren muss, dann wird es der Situation nicht gerecht. Aber da haben wir jetzt nachgesteuert. Jetzt haben wir ein Problem. Wegen jedem Shit-Dreck wird heute die Polizei angerufen. Was man früher eigentlich überhaupt nicht gemacht hat. Das belastet natürlich die Beamtinnen und Beamten und belastet auch die Abläufe in der Polizei, denn es muss jedes Mal ein Protokoll geschrieben werden, ein Bericht und so weiter. Im Gespräch ist ja, dass man zum Beispiel die Parkplatzrentner entkriminalisiert, also nicht mehr als Straftat verfolgt, sondern als Ordnungswidrigkeit. Wäre das eine Entlastung für die Polizei? Ich rede von der Fahrerflucht, also diese Parkplatzrempler. Ja, ich glaube, immer dann, wenn wir der Straftat Raum schenken, wird sie sich noch mehr Raum nehmen. Insofern glaube ich, wäre das kein guter Weg. Viel wichtiger ist der freiwillige Polizeidienst, den Sie angesprochen haben, dass der vor Ort sehr schnell erkennt, wann eine Situation ist, tatsächlich rechtfertigt, dass die Polizei vor Ort ist und dann auch eine direkte Disposition mit der Polizei erfolgt, um dann entsprechend schnell die Polizei vor Ort zu haben. Also das ist, glaube ich, von zentraler Bedeutung, denn Sie sagen zu Recht, es kommen viele Meldungen ein, alles muss sofort und dann schnell passieren halt, und dann merkt man, der freiwillige Polizeidienst kann da helfen, das Ganze zu ordnen. Heißt das, dass das Land Hessen den freiwilligen Polizeidienst noch erweitern will, also ausbauen, weiter fördern will?
Wir unterstützen den Weg in den Freiwilligen Polizeidienst sehr stark. Wir steuern ja auch den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes. Wir gucken auch, dass da die entsprechenden Qualifikationen, die Eigenschaften da sind, die der Mensch mitbringen muss, um so einer dann auch verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden. Und wann immer wir das unterstützen können, unterstützen wir es. Da gibt es für uns nach oben keine Schwelle. Ich befürchte sogar, wenn das Land jetzt die Förderung für den Freiwilligen Polizeidienst nicht mehr aufrechterhält, dass dann sich viele wieder entscheiden, ihn abzuschaffen, weil es einfach eine finanzielle Belastung für die Kommunen ist, die so nicht tragbar ist.